Ja, hallo. Ja, die Begrüßung war mit Absicht so verspätet. Hier ist der Justin und ich klaue einfach mal die Idee vom Nico, bloß dass ich hier nur ein einzelnes Bild habe, weil ich kein Programm zur Gesamtbildschirmaufnahme habe. Daher mache ich lieber einen Screenshot. Und so kann ich auch wenigstens ein paar Sachen verdecken, die nicht zu sehen sein sollen, wie zum Beispiel mein Name, mein Steam-Kontostand und ein paar Spiele, die total unwichtig sind. Also ich habe hier so 17 Spiele, 16 durchnummeriert. Bis 16 durchnummeriert, in römischen Zahlzeichen. Ich finde das immer so schön, dass so mit so römischen Zahlen oder römischen Zahlzeichen, wie das auch immer heißt, durchnummeriert ist. Ich mag das eigentlich. Auch wenn ich ab... Moment, was war das? Ab 40 weiß ich nicht mehr weiter. Also ich weiß noch 39, aber 40 weiß ich nicht, weil ich nicht mehr weiß, was die 50 war. Ich glaube, die 50 waren L, aber da bin ich mir nicht sicher. Egal. Also, ihr seht hier bei der 1 Borderlands 2... steht natürlich mit in Verbindung mit der 7 da unten, ne, mit der 8 da unten, Borderlands. Ob ihr wollt oder nicht, das wird es geben. Als Together, egal ob jetzt 3 oder 4 Leute. Also Borderlands 2 wollten wir 4 machen, Borderlands 1 sind wir derzeit 3. Vielleicht macht der Seppel auch nochmal als Väter mit. Aber das liegt alles noch in der Zukunft, da müssen wir abwarten. Metro Last Light, ich hab's mir schon vorbestellt. Yay! Und ab dem 17. werdet ihr es auch zu sehen bekommen, hier auf diesem Kanal. Am 17. erst ab, ich schätze mal so, um 3, 4 Uhr morgens. Je nachdem, was mein PC, was mein Internet sagt, ob es mich gut hochladen lässt oder nicht. Und ob meine Stimme bis dahin wieder okay ist, weil ich bin ein klein wenig heiser. Vielleicht hört man es mir nicht an, aber ich merke es extrem zu meinem Hals. Drittens, Red Faction Guerrilla. Was gibt's dazu zu sagen? Das kommt auch irgendwann. Irgendwann mal, wenn ihr es wollt. Ich mach. Deswegen ist es ja durchnummeriert, damit ihr auch wieder abstimmen könnt, wie das so werden soll. Also, natürlich wird das meiste davon kommen. Nur bei den Sachen, wo ich mir unsicher bin, werde ich mich auf eure Entscheidung verlassen. Also, dann Saints Row the Third, ja, Nico hat schon in seinem Video gesagt, das wesentlich länger ist als meins, hoffe ich mal, dass es da ein paar Aufnahmeschwierigkeiten gibt. Vielleicht werde ich das noch irgendwann mal hinkriegen, vielleicht noch bevor Saints Row 4 rauskommt, vielleicht auch nicht. Muss ich mal gucken, ob Saints Row 4 auch ein gutes Thema mache ich eventuell mit dem Max, wenn ich bis dahin das Geld zusammenbekomme. Und im November kommt ja auch das schöne Spiel Watch Dogs raus. Das mache ich natürlich auch, wenn ich das Geld dazu habe, heißt das. Immer diese Frage des Geldes. Könnte man doch bloß Geld scheißen manchmal. Aber egal. Auf der 5 haben wir jetzt Save the Pixels. Das ist ein wunderschönes und heftig schweres Indie-Game. Ihr werdet mich, wenn ihr das haben wollt, übelst schreien hören und sehen, weil ich dieses Spiel möglichst mit der Facecam machen möchte, aber da gibt es noch so ein paar kleine technische Schwierigkeiten. Ich habe es mal ausprobiert, wollte es eigentlich als Nebenprojekt neben Metro 2033 laufen lassen, aber hat nicht ganz so gut geklappt, wie ich gedacht habe. Aber egal. Kommen wir jetzt zur 6 Tower Wars. Ist ein kleines, lustiges Strategie-Multiplayer-Spiel für die Leute, die es nicht kennen. Wenn ich da was machen soll, dann kommt das als... Moment. Ja, als was, ne? Es ist halt Multiplayer, dieses Format wird auch wieder mit Musik unterlegt. Können wir zwar schwer kein Geld mehr verdienen, aber scheiß drauf, das ist ein Hobby. Ne? Selbst wenn wir es auch nur ein bisschen nebenbei. So viel ist das ja nicht. Als ob wir jemals 1000 Abonnenten oder 1000 Aufrufe am Tag kriegen könnten. Ha, was ein Witz. Egal. The Warzet. Ich nenne es immer T-Wart. Oder einfach nur Wart. Ich weiß nicht wieso, aber ich nenne es halt so, weil ein Freund von mir nennt das so und das habe ich mir bei dem abgeguckt. Ja, ich schäme mich nicht dafür, aber es ist geil. Das muss man dazu sagen. Es ist so zu nennen. Das Spiel an sich ist manchmal richtig scheiße verbuggt und in letzter Zeit macht es mir auch nicht so viel Spaß. Der Sebastian hat es auch. Ich werde mal gucken, vielleicht werde ich mal ab und zu mal mit dem Sebastian eine halbe Stunde oder so zocken und das dann hochladen. Mal sehen, wie mir dann so ist. Also, wenn, dann wird es das maximal einmal in der Woche geben. Könnt ihr gerne eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Habe jetzt die 8 Borderlands, habe ich schon drüber geredet. So, die Nummer 9, Breath of Death 7, habe ich zusammen mit Cthulhu Saves the World für 2 Euro irgendwann mal erworben. Also, Cthulhu Saves the World habe ich schon mal angezockt. Das ist ein lustiges, kleines RPG in
etwas neueren Stil. Also so ein... Nee, andersrum. Das ist in einem etwas älteren Stil, so ein RPG, so NES, SNES-Zeiten. So ein Stil, so in einem Stil ist es, aber mit einem frischen Humor. Und ja, auf jeden Fall, der Humor sticht wirklich heraus. Und ich denke mal, bei Breath of Death 7 wird es dann genauso sein, wie bei Cthulhu Saves the World. Zumindest hoffe ich das mal so. Ja, Bulletstorm. Was ist denn da los? Es ist grau. Ja, es liegt daran, ich krieg's nicht zum Laufen. Irgendwie kriege ich immer einen Fehler. Ich starte das Spiel. Dann ploppt kurz dieser Banner auf. Dann schließt es sich wieder. Das ist einfach weg. Ich kann es nicht spielen. Falls da jemand, irgendjemand Hilfe hat, bitte mir Bescheid sagen. Ich möchte euch das Spiel unbedingt zeigen. Weil ich habe das selbst irgendwo mal gesehen. Ich werde das nicht sagen, ich möchte ja keine Fremdwerbung hier machen. Fremdwerbung. Naja, gibt's auch Eigenwerbung, also. Wäre der Facebook eigentlich gerade. Unnötig. Und ja, wenn ihr mir helfen könnt, wie ich das beheben kann, dann auch in die Kommentare damit. Ich möchte euch das Spiel unbedingt zeigen, weil es einfach so episch geil ist. Ja, Cthulhu Saves the World hatten wir schon. 4.2 und 4.3. Ja, warum habe ich nur 4.2 und 4.3? Weil es 4.1 ja leider nicht bei Steam gibt. Und ich habe es auch nicht auf CD. Ja. Geile Musik immer. Bossfight wie immer. Ja. 4.1 wird dann nämlich wahrscheinlich der Max machen. Und sobald der 4.1 fertig hat, schließe ich dann an mit 4.2. Und dann machen wir zusammen den Koop von 4.3. Wenn ihr das wollt, in die Kommentare. Magica auf der 13. Das wird auch ein Let's Play Together denn. Also auf jeden Fall ich nehme das denn auf, weil ich nehme den meisten Scheiß hier auf, weil ganz ehrlich, auf die anderen kann man sich nicht verlassen, außer auf den Nico, der macht ab und zu mal was. Aber auf den Rest kann man sich derzeit nicht verlassen. Hoffentlich ändert sich das noch in der Zukunft. Hoffen wir mal auf das Beste. Also Magica mache ich auf jeden Fall mit, ich nehme auf. Dann dazu noch Max und Sebastian, wenn alles gut läuft. Vielleicht kriegen wir sogar noch den Nico überredet, ich weiß ja nicht. Der kann es ja auch mal in die Kommentare schreiben. Und ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Von der ganzen Sache, von den ganzen Infovideos und so. Und ob ihr diese Spiele sehen wollt. In die Kommentare. Super Meat Boy, ja, es ist eigentlich ein... Ich hab's selber noch nicht durch, ich hänge in der Salzfabrik fest, weil ich scheiße schlecht bin und keinen Bock auf das Spiel habe. Aber der Nico hat sich, soweit ich weiß, auch gekauft. Oder falls nicht, ich kann ja mal kurz nachgucken. Ist ja nicht so, als ob ich das nicht könnte. Nein, Nico hat sich das noch nicht gekauft. Aber er wollte sich das irgendwann auch nochmal kaufen. Und dann, ja, würden wir das heftig geil battlen. Wenn ihr das wollt, in die Beschreibung, vielleicht auch mit Facecam, das könnt ihr zusätzlich in die in die Kommentare schreiben. Alles in die Kommentare, bitte. Immer schön Kommentare. Kommentare, Kommentare. Kommentare sind schön. Es macht Spaß, Kommentare zu lesen. Ja. Torchlight. Ja. Hat Nico schon zu viel zu gesagt, wollten wir zusammen machen. Haben wir nicht hingekriegt. Wie immer, wenn ihr Tipps habt, wie man das mit dem Multiplayer-Mod da hinkriegt bei Torchlight 1, ab in die Kommentare damit. Das, und ob ihr Torch überhaupt wollt, das auch in die Kommentare. Ja. World of Goo. Ich hab's... Naja, ich habe mich halbwegs durchgescheatet, weil es mir zu schwierig ist eigentlich. Ich bin zu dumm für dieses Spiel. So kann man es sagen. Ich glaube, ich bin noch nicht mal durch. Nein, ich habe mich durchgecheatet, ja. Das war's. Irgendwie mit... Ich hatte ganz, am Anfang ganz viele... Wie ist es nochmal? Das waren diese drei Buchstaben, kein Plan. Auf jeden Fall war das, wenn man da so alles perfekt gemacht hat und so und ja. Da kann man einfach ein Level überspringen, so habe ich einfach mal den Epilog komplett übersprungen. Und dann, yay! Ich bin schlecht, total. Wenn ihr, aber wie gesagt, wenn ihr das auch sehen wollt, dann in die Kommentare damit. Darunter der schwarze Balken, das ist XCOM Enemy Unknown, was ja gerade noch als Multiplayer läuft. Und da habe ich jetzt eine kleine Info für euch. Ich habe in den Videos öfter mal gesagt, dass es 9 Videos davon geben wird. Aber aufgrund der Zeit, dass meine Stimme versagt,
wird es davon nur die vier Partien, die ich bis jetzt aufgenommen habe. Ja, und dann gebe ich dann die alle so alle zwei Tage. Also, ich denke mal heute eins. Ich weiß nicht, weil ich das so lade. Heute, entweder heute oder gestern. Dann übermorgen oder morgen. Dann zwei Tage danach und zwei Tage danach. Und der Tag danach, oder zwei Tage danach, müsste schon ein Metro kommen. Und darauf könnt ihr euch freuen, denn ich freue mich mindestens genauso auf Metro. Ganz ehrlich. Dann habe ich hier noch einige Spiele rumzuliegen. Einmal Need for Speed Most Wanted zum Beispiel. Oder Stronghold 2 Deluxe. Oder, na, das da liegt nicht mehr. Und dann hier noch die Grand Theft Auto Trilogy. Die nehme ich mir, die knöpfe ich mir auch vor. Also, falls ihr Need for Speed Most Wanted haben wollt, es ist jetzt die Nummer... Moment, das ist 26, 27. Dann Stronghold 2 Deluxe werde ich nicht machen, weil ich da zu dumm für bin. Denn hier GTA The Trilogy ist dann die Nummer 28. Und das kommt, ob ihr es wollt oder nicht. Ja, 28 ist ja schon 18. Und das kommt, ob ihr es wollt oder nicht. Aber ihr könnt mir gerne Tipps schreiben, wenn ihr wisst, wie man Vice City in den Fenstermodus bringt. Das würde mir nämlich sehr weiterhelfen, weil ich krieg das nicht, aus dem Vollbild raus und im Vollbild kann ich es nicht vernünftig aufnehmen. Ja. Klingt komisch, ist aber so. Ja, damit sollte ich jetzt alles gesagt haben. Und dann bis in den nächsten Wochen zu Metro Last Light. Oder ich auch im Multiplayer. Mal sehen, hoffentlich geht es mal schon wieder besser. Und dann sage ich, bis dann, euer Justin. Ciao.